Ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung ist ja in Deutschland noch ein bisschen im Winterschlaf. Und ich hoffe, dass genau durch solche Veranstaltungen dieser Winterschlaf ein bisschen beendet wird und wir auf ein Niveau von zum Beispiel Skandinavien kommen. Gerade im Bereich Convenience und Digitalisierung ist halt Skandinavien sehr viel weiter als Deutschland. Also es fängt mit App an, es fängt auch mit kundenindividuellen Angeboten über Mobile Devices an, im Auto, on the go, und da ist Deutschland noch etwas zurück. Ich glaube, gerade alles, was passiert mit Kameraerkennung, zum Beispiel an der Tankstelle, da sehe ich, ist der Kunde da, es sind 30 Grad oder es ist vielleicht 11 Uhr, wo die meisten Leute nochmal Hunger haben auf einen Snack, und da könnte man natürlich schon das erkennen und individuelle Lösungen anbieten, dass er zum Beispiel Lust hat, Schokolade zu essen. Also gerade Daten werden natürlich immer relevanter auch für Hersteller, gerade wie tickt der Konsument, um welche Uhrzeit hat er vielleicht Lust, welches Produkt zu kaufen, und da wird der direkte Kontakt natürlich durch solche Devices deutlich besser als in der Vergangenheit, weil dann hatte man vielleicht halbwegs brauchbare Daten von irgendwelchen Händlern und die haben nicht mal alles gesagt, was man vielleicht wissen wollte. Was ich auch ganz spannend finde, ist das ganze Thema Preisetiketten, was dann funktioniert, auch gerade mit Videos, die man ablaufen kann, um Emotionen zu schaffen. Das hört sich bis dato sehr spannend an.